Ja, hi zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foto to go. Wir sind hier in Nürnberg am alten Ludwigskanal, der früher die Donau mit dem Main verbunden hat und heute natürlich durch den Main-Donau-Kanal, der viel moderner und breiter ist für die Großschifffahrt, der hier hinter mir irgendwo verläuft, ersetzt wurde. Dieser Ludwigskanal, dieser sogenannte Ludwigskanal, ihr seht da hinten diese wunderschöne Brücke, die wir heute fotografieren, die befindet sich fast am Ende, der hört ja hier irgendwo auf, also historisch gesehen würde er hier natürlich weitergehen, aber irgendwo hier hat man ihn dann, da geht dann die Autobahn vorbei und da führt das nicht mehr weiter. Und Ziel ist es heute natürlich, diese wunderschöne Brücke hier im Hintergrund zu fotografieren und ich nehme euch mal mit auf die Kamera, damit wir mal schauen, was wir einstellen. Und heute bearbeiten wir das Bild in Lightroom, denn letztes Mal war Lumina dran und das wechseln wir ja immer ab. Also Foto to go, für alle, die es noch nicht kennen, ist immer, wir machen zusammen ein Bild, ich zeige euch, wie ich das Bild machen würde. Danach bearbeiten wir das zusammen noch in Lightroom und ihr seht am Ende, was rauskommt. Viel Spaß bei dem Video. Wow, ist das nicht eine wunderschöne Brücke? Ich bin heute unterwegs mit der Canon R5 und dem 70-200 F2.8 und beides hat mir der Foto Franz ausgeliehen. Herzlichen Dank dafür und ihr könnt schon mal einen Daumen nach oben geben für den Foto Franz, der hier sich wirklich ins Zeug legt und uns versorgt mit super Kameras, damit ihr auch mal einen Eindruck von anderen Marken außer Sony bekommt. Dementsprechend heute die Canon EOS R5 am Start mit dem L-Objektiv 70-200, eine Wahnsinns-Kombo. Und ich habe schon wirklich viel Spaß damit. Und ich würde sagen, bevor die Sonne ganz untergeht, also wir sind natürlich jetzt nicht zum perfekten Licht hier, aber ich bin mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier an dieser wunderbaren Brücke. Aber bevor die Sonne untergeht, zeige ich euch, wie ich das Bild einstellen würde. Mit dem 70-200 haben wir halt hier diese Flexibilität, wirklich mal mit der Perspektive zu arbeiten. Das heißt, wir können mal auf 70 mm gehen und ihr seht, das ist ein ganz anderes Foto. Könnt ihr auch mal gerne eins machen, dann kann ich das euch auch einblenden. Als würden wir das Foto eben mit einer längeren Brennweite aufnehmen. Ja, also da können wir wahnsinnig mit dem Ausschnitt spielen. Wir können mit der Perspektive spielen. Also auch hier mit dem Weg zum Beispiel. Der Weg und die Spiegelung, die ist wunderschön. Vorhin sind hier Enten geschwommen, da war hier alles voller Wellen. Das ist natürlich immer nicht so schön. Am besten ist natürlich, wir haben eine perfekte Spiegelung. Heute leider nicht komplett, weil es nicht ganz windstill ist. Aber trotzdem sieht das schon ziemlich gut aus. Und auch dieser Weg ist schön, denn die Bäume rechts, die verstecken uns natürlich, dass hier auf der rechten Seite eigentlich so große Betonblöcke und Garagen sind. Das wirkt auf den Fotos meistens gar nicht so, die wir von dieser Brücke online finden. Da wirkt es immer total romantisch. Dabei haben wir hier halt einfach fette Häuser stehen, die dementsprechend weniger romantisch sind. Aber das macht ja nichts, denn wir Fotografen haben ja die Absicht, unsere Fotos so aufzunehmen, dass wir den Zuschauer natürlich auch immer so ein bisschen austricksen, damit er hineinversetzt in irgendeine Landschaft, die eigentlich im Grunde gar nicht so toll war. Aber wir machen halt was Tolles draus. Also wenn wir hier ranzoomen, dann hilft uns das natürlich auch, dass wir die Szene raffen und verdichten. Dementsprechend sieht man auch die Häuser hier gar nicht. Ja? Trotzdem würde ich sagen, der Sweet Spot ist immer hier auf der linken Seite, denn dann haben wir die Struktur der Bäume im Wasser und wir haben diesen schönen geschwungenen Weg nach oben. Und ich würde sagen, ich finde jetzt mal meinen Ausschnitt. Dazu muss ich euch jetzt mal kurz aus der Hand legen und dann nehme ich euch wieder mit auf die Kamera, wenn ich meinen Lieblingsausschnitt gefunden habe. Okay, wie würde ich das Bild jetzt aufnehmen? Ich habe jetzt hier ein sehr lichtes starkes Objektiv drauf, was an der Offenblende eine F2.8 hat. Das heißt, wenn wir was fokussieren und haben vielleicht auch noch ein bisschen rangezoomt, in dem Fall ist ja alles sehr weit weg, da ist das ein bisschen problematischer, aber ansonsten ist es ja so, dass wir dahinter ein weiches Bokeh bekommen, wenn wir die Blende so weit wie möglich öffnen. Übrigens hier auch dieses Efeu ist hier total schick, dass so ein X im Wasser bildet, weil es hier so apart an der Mauer hochkommt. Und was wir halt erreichen wollen, ist, dass wir hinter der Brücke vielleicht so eine gewisse Weichheit reinbringen, aber auch vorne den Weg möchte ich nicht scharf haben, deswegen öffne ich jetzt die Blende auf eine F2.8. So, und jetzt wollen wir natürlich für eine
richtige Belichtung sorgen. Wie gesagt, die Blende mache ich ganz auf, damit der Weg ganz weich wird und damit wir vielleicht noch ein bisschen eine Weichheit im Hintergrund von der Brücke haben. Wichtig ist natürlich auch, dass der Fokus auf der Brücke liegt. Ich habe jetzt den Bildausschnitt so gewählt, dass das goldene Licht hier hinten noch reindrückt. Das können wir dann in Lightroom noch verstärken und hier vorne dieser Weg so geschwungen drauf ist. Ja, und dann ist der Rest relativ simpel. Wir haben hier eine Belichtungsmessung, die sagt uns, das Bild ist ausgewogen belichtet. Wir haben ISO 500, wir haben eine 200stel. Es steht eine Person auf der Brücke, das ist jetzt nicht unbedingt ein Schaden und wir drücken jetzt mal durch. Im Quick-Menü haben wir weitere Einstellungen. Wir hätten jetzt theoretisch auch manuellen Fokus verwenden können. Das war jetzt aber halt einfach nicht nötig. Ich habe Weißabgleich auf Tageslicht. Das mache ich ja eigentlich generell so. Quick-Menü geht relativ schnell weg. Ich habe in RAW fotografiert. Single-Shot-Autofokus, also nicht AFC oder Servo-Fokus, wie das bei Canon heißt. Ich habe einen Einzelfokus, wie gesagt. Jetzt geht das wieder weg. Und ja, nichts Aufregendes. Also wie gesagt, Weißabgleich, Tageslicht, einzelnes Foto, Belichtungsmessung ist jetzt egal, weil wir sowieso manuell fotografieren und ja, ich würde es halt mal so aufnehmen. So, jetzt haben wir das Foto aufgenommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier wahnsinnig gerne. Also egal, wo man hier am alten Ludwigskanal ist, also es ist nicht komplett egal, aber es gibt immer mal wieder so schöne Spots, wie ihr hier hinter mir seht und viele, viele stillgelegte Schleusen dazwischen und da werden wir mit Sicherheit noch ganz vieles machen und da habe ich ja auch schon bereits einige Fotos gemacht, wenn ich das mal zum Beispiel einblende, wo ich die Filter getestet habe. Also ich war hier schon öfter, das ist ein paar Kilometer von mir entfernt, da muss ich mit dem Auto fahren, aber trotzdem, ich bin hier immer wieder gerne, weil es einfach wunderschöne Motive sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Canon, die ist schon echt der Wahnsinn. Also ich habe jetzt auch mal ein paar Bilder aus der Hand gemacht. Ich blende die euch mal ein, damit ihr auch seht, wie die unterschiedlichen Höhen wirken. Also wenn wir etwas näher rangehen, ein bisschen weniger Brennweite haben, ein bisschen weiter weg sind, ein bisschen mehr Brennweite verwenden, aber auch eine bodennahe Perspektive, wie das dann eben aussieht und für welche ich mich jetzt entschieden habe, das seht ihr jetzt in Lightroom, denn jetzt bearbeiten wir zusammen dieses Foto. Okay, wir befinden uns jetzt hier in Lightroom Classic CC und bearbeiten jetzt das Foto, das ich mir ausgesucht habe. Ihr seht, wir haben verschiedenste Aufnahmen und es fällt sofort auf, dass wenn wir zum Beispiel unserem Hauptweg zu viel Raum im Bild geben, dass das Bild einfach nicht so schön wird, weil ihr müsst mal das Bild klein anschauen, dann seht ihr sofort, dieser Weg, der hier ist, der nimmt fast die Hälfte des Bildes ein, also der kompletten Auflösung. Und dementsprechend kann das nicht Sinn und Zweck sein, weil wir wollen dem Weg hier definitiv keine 50% dieses Bildes an Pixeln einräumen. Und dementsprechend muss man sich eben da mal durchhakeln und gucken, was ist denn dann eigentlich die Idealform. Und ich würde sagen, die da unten, die gefallen mir auch wahnsinnig gut. Die werde ich mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen bearbeiten, weil einfach hier vorne diese Spiegelung so super drin ist. Also das ist auch ein wunderschönes Bild. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist jetzt nur mal grob farbkorrigiert. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild geworden. Aber wir wollen uns ja heute ein bisschen mehr um die Brücke kümmern. Deswegen habe ich jetzt für uns eins ausgewählt, was näher fotografiert ist. Und ich habe mich für dieses Bild entschieden ohne Menschen. Und der Weg hier, der bildet sozusagen noch einen verschwommenen Vordergrund. So finde ich das schön. Also dann haben wir auch ein bisschen einen Vordergrund drin und haben hier diesen schönen, romantischen, geschwungenen Weg oben links. Und dieses Bild werden wir jetzt mal zusammen bearbeiten. Und ich bin ehrlich, ich habe mir die Bearbeitung gerade schon ein bisschen angeschaut und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir dieses Bild mal etwas aufwendiger bearbeiten, denn es gibt hier einfach zu viele Elemente, die uns nahezu herausfordern, sie zu korrigieren oder anzufassen. Natürlich wollen wir diesem goldenen Licht, was da von hinten reindrückt, noch ein bisschen mehr Präsenz verleihen. Und ich habe das mal mit einem linearen Verlaufsfilter probiert. Das geht natürlich ganz genauso. Es führen ja immer viele Wege zum gleichen Ziel. Wir könnten dann hier wieder die Bäume so ein bisschen rausradieren. Aber ich habe mich jetzt zu einer anderen Technik entschieden. Zuerst dunkle ich mal das Bild so ein bisschen ab, gebe ihm mehr Kontrast, ziehe die Lichter etwas runter, damit die Struktur der Bäume da oben wieder hervorkommt und dass wir gleich mehr Reserve haben für das, was wir vorhaben. Die Tiefen, ja, das ist ein bisschen widersprüchlich, wenn wir den Kontrast erhöhen, dann werden die ja abgedunkelt, aber die würde ich dann auch wieder nach Geschmack so ein bisschen retten. Ja, man kann hier so ein bisschen Weiß geben, wir müssen aufpassen, das Histogramm rechts spitzt ja schon etwas nach oben, es ist noch nicht ausgebrannt, sagt uns hier oben rechts dieser Anzeiger.
Aber es ist halt eben schon kurz davor. Schwarz würde ich momentan noch in Ruhe lassen. Wir geben dem Bild so ein bisschen Klarheit rein und den Rest lassen wir erstmal so. Dann würde ich sagen, ja, wir gehen schon mal in den Weißabgleich rein, so wie wir uns das wünschen. Also ich würde das Richtung warm bearbeiten. Wir könnten das aber auch Richtung kühl und zum Beispiel eine nächtliche Aufnahme könnten wir auch daraus machen. Ich selber würde jetzt aber hier erstmal so Richtung 6700 gehen und das einfach erstmal so lassen. Dass wir das Bild dunkler gemacht haben, hat natürlich seinen Sinn, denn jetzt möchte ich mit radialen Kreisen das Sonnenlicht betonen. Und da nehmen wir hier einfach einen radialen Verlauf, ziehen den mal so in Eierform auf, richtig schön groß, und legen den mal hier so in die Gegend rein, sodass das Licht und der Verlauf hier bis in diesen Bereich reingeht. Dann füge ich hier ein bisschen Wärme dazu. Vielleicht so 20 und aber auch ein bisschen Helligkeit. Vielleicht so, ja, 0,3, sowas in der Richtung. Rechtsklick, Maske duplizieren. Etwas verschieben, dass wir die später nacheinander auch anfassen können. Und jetzt arbeiten wir uns eben vor und machen das hier immer schrittweise etwas kleiner. Dann nochmal Maske duplizieren. Also ihr seht, das wird dann schon eine sehr drastische, deutliche Bearbeitung. Auch mal hier die Markierungsanzeige anschalten, damit wir auch sehen, wo wir landen. Ja, also wir brennen jetzt hier im Himmel schon deutlich aus. Hier auch so ein bisschen rot in die zweite Maske noch mit rein, sonst wird das zu gelb-grün stichig. So, dann nochmal Rechtsklick duplizieren und dann bündeln wir das irgendwo da oben, wo die Baumspitzen sind, hin. Und dann, ich würde es noch einmal machen, sodass wir wirklich so den Sonnenspot einer Sonne hier reinkriegen. Dann hier wirklich immer kleiner werden und da oben dann vielleicht auch nochmal ein bisschen weiß reinhauen, damit es wirklich, wenn wir das mal wegschalten, damit wir hier so einen, ja, ihr seht das, so einen, wie so einen nebligen Sonnenschein da oben reinbekommen. Ihr könnt hier in den Masken auch noch zu den anderen Masken springen und ich würde hier auch gleich die Klarheit so ein bisschen rausnehmen, ja, dass das da oben so ein bisschen verträumter wird, kann auch ein bisschen Dunst dazugeben. Das ist jetzt aber wirklich Geschmackssache, ja, also das würde ich jetzt erstmal in Ruhe lassen, aber man kann natürlich das Bild auch in eine neblige Stimmung umarbeiten. So, das ist jetzt erstmal nur die grobe Bearbeitung. Ihr seht, wir könnten das auch ein bisschen insgesamt entsättigen, ja, wir können mit der Sättigung so ein bisschen spielen, vielleicht die erst so ein bisschen rausnehmen, damit das Gelb nicht so drastisch reindrückt. Und diese Art der Bearbeitung hat halt eben den Vorteil, dass wir nicht mit einem linearen Verlauf auch die Bäume, die eigentlich dunkel bleiben sollen, links und rechts anfassen, sondern hier eben diesen Bereich betonen, der von hier reindrückt. Und jetzt kann man natürlich mal hergehen und sagen, wir könnten zur Sicherheit jetzt nochmal einen Verlauf reinziehen. Das ist überhaupt kein Problem, also so einen linearen, der jetzt aber nur zur Kontrolle des Weißtons dienen soll. Also er soll uns praktisch sagen, ab wann spitzt denn da oben weiß an und dann können wir das so hinkorrigieren, dass eben wirklich nur die Sonne, also in dem Bereich, weiß ist. Dementsprechend würde ich hier das nochmal so ein bisschen zurückziehen mit den Lichtern, ja, und mit dem Weiß ungefähr so, dass das hier so anspitzt. Dann kann man hier auch nochmal gucken, ja, das Gelb würde sich halt jetzt über das ganze Bild verteilen. Schadet aber nichts, weil wir hier in den Bäumen ja auch ein wenig Gelb haben und dementsprechend würde ich das so machen. So, wenn wir das jetzt wegschalten, dann haben wir schon mit Shift-V, könnt ihr das hin und her schalten, haben wir schon wahnsinnig was getan, obwohl wir erst am Anfang der Bearbeitung sind. Ja. Dementsprechend ist das eben wichtig, zuerst das Bild so ein bisschen dunkler zu machen, um ihm so diese romantische Stimmung zu verleihen. Was natürlich auch betont werden will, ist natürlich die Brücke an sich. Dazu würde ich einen normalen Pinsel nehmen und dann pinseln wir mal die Brücke an. Das Bild stelle ich euch auch zum Download in der Videobeschreibung zur Verfügung. Da könnt ihr das mal selber umarbeiten. Ihr könnt das auch gerne auf Instagram mal hochladen und mich taggen, dass ich euch finde. Dann könnt ihr mal eure Bearbeitung hochposten. Ja, das interessiert mich auch. So. Und ja, das können wir jetzt ein bisschen heller machen, dass der Blick des Betrachters so ein bisschen Richtung Brücke geht. Und natürlich, Steine, Feuer, Wasser, Frost verträgt Klarheit. Da können wir auch die Klarheit so ein bisschen reinhauen. Natürlich nicht übertreiben. Ich empfehle euch immer, wenn ihr einen Regler zieht, reduziert ihn anschließend wieder so ein bisschen. Weil meistens findet ihr die Übertreibung erstmal gut und danach merkt ihr, naja, war doch ein bisschen viel. Und ich würde hier dem schattigen Bereich der Brücke, das ist ja uns zugewandt, dem würde ich so ein bisschen das Gelb wieder rausziehen, weil Schatten durchaus immer so ein bisschen bläulich ist. So ungefähr würde ich das jetzt erstmal machen.
Dann pinseln wir weiter. Das Pinseln hat noch lang kein Ende. Wir pinseln natürlich jetzt diesen Weg mal an. Denn dieser Weg ist natürlich ein schöner, geschwungener Weg, wo wir als Betrachter auch ein bisschen dran hängen bleiben wollen. Dementsprechend male ich den hier auch so an und betone ihn etwas, indem ich ihn heller mache. Und natürlich auch dieser matschige, steinige Schotterweg verträgt auch Klarheit. Also auch hier die Klarheit reinziehen, weil die betont natürlich auch nochmal seine Helligkeit. So, und jetzt können wir als Zwischenstand einfach mal auch nochmal mit dem Weißabgleich spielen. Jetzt können wir nochmal sagen, hey, wo wollen wir denn eigentlich hin? Wollen wir das Richtung Morgenstimmung bearbeiten oder Richtung Abendstimmung? Die ist immer meistens so ein bisschen wärmer. Und ich würde jetzt hier ruhig so ein bisschen übertreiben und dem Ganzen mal hier so einen goldenen Glanz geben. Auch jetzt schon mal die Dynamik so ein bisschen reinziehen, damit ihr seht, wo ihr dann später landet. Shift V, vorher, nachher. Für meinen Geschmack ist es noch ein Tacken zu hell. Es darf vielleicht noch so ein Zacken dunkler werden. Das können wir aber auch mit dem Kontrast mal noch machen. Ja, dass man hier eben den noch so ein bisschen anhebt. Und dann wirkt das auch nochmal gleich viel besser. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr Rot reingeben, weil oben die Sonne hier doch so ein bisschen sehr ins Quietschgelb abrutscht. So, was auch immer sehr schön aussieht, da nehme ich wieder den Pinsel. Wir pinseln jetzt hier unten in die Böschung noch einen schattigen Verlauf rein. Das können wir auch hier an der Brücke Unterkante machen. Und auch hier noch so ein Stück weit, da können wir den Pinsel dann ein bisschen kleiner werden lassen, dass das hier so ein bisschen ausläuft. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein bisschen schlampig gemacht. So, wir können auch da nochmal reinpinseln und den Bogen so ein Stück weit. So, und das dunkeln wir jetzt mal so ein bisschen ab. Und ihr seht, plötzlich hat die Böschung hier so eine Treppe bekommen und das sieht einfach immer schön aus. Nächster Pinsel. Wir wollen das Grün hier so ein bisschen betonen. Ja, das macht es doch auch ein bisschen aus, dieser grüne Streifen. Auch überlegen, ob man das Laub oben noch mitnimmt. Ich lasse es jetzt erstmal so. Da können wir mal hier rauf und hier ein paar so Tupfen machen. Auch hier vorne vielleicht nochmal. Bisschen anheben in der Helligkeit. Das ist natürlich viel zu viel. Ganz dezent. Dann Richtung Grün vielleicht ein bisschen verschieben hier. Ja. Oder Richtung Gelb, dass das so ein bisschen warm wird. Dann auch die Sättigung so ein bisschen nach oben. Ja, damit es so ein bisschen uns entgegenspringt. Dann müssen wir uns natürlich auch ums Wasser kümmern. Wasser verträgt natürlich auch Klarheit. Würde ich auch einfach wieder mit dem Pinsel machen. Auch hier in dem Bereich. Ich würde es nicht bis zum Rand pinseln. Ich würde jetzt in dem Bereich der Brücke, ungefähr hier, würde ich mehr Klarheit dazu geben, damit einfach die Spiegelung noch drastischer wird. Ja, ihr seht das, schaut mal, was wir hier reinbringen. Nicht übertreiben, immer nur ein bisschen. Da auch nochmal ein bisschen Gelb reinfügen, weil wir hier oben ja auch dieses Gelb haben. Und da können wir, dass das an Brillanz gewinnt, können wir da Weiß nochmal ein bisschen hochreißen. Auch immer nochmal kontrollieren, was machen die weißen Spitzen. Die dürfen hier ausbrennen, das ist der hellste Punkt im Bild. Und das ist richtig so, dass das auch im Wasser kurz anspitzt, ja, das wieder wegschalten. So, also das ist eine ganze, ihr seht das mache ich relativ schnell und geübt und kreativ. Wir arbeiten das Bild in eine sehr romantische Stimmung um. Und das ist natürlich Geschmackssache, ob ihr dann am Ende sagt, hey, ihr wollt da noch Nebel dazufügen oder wie auch immer. Am Ende würde ich sagen, der Weg, da gehört noch eine dunkle Vignette rein. Allerdings finde ich, dass die auch hier oben ins Eck gehört und hier links oben ein bisschen in die Bäume. Dementsprechend machen wir das nicht mit Pinseln oder Verlaufsfiltern, sondern hier nehmen wir einfach das klassische Tool der Vignette. Ja, und da übertreiben wir natürlich nicht so stark, sondern wir gehen hier einfach so ein bisschen mit minus 11 rein, dass wir hier einfach so den Blick des Betrachters in die Mitte des Bildes lenken. Das sage ich ja auch immer so dazu. Ne? Ich finde dieses Motiv so schön, dass ich noch stundenlang weiter bearbeiten könnte. Man könnte sich auch überlegen, ob man das Efeu hier nochmal anfasst, irgendwas daraus macht. Und schaut mal diese brillante Schärfe bei einer F28 an. Hier bei 200%. Ich habe auf die Brücke fokussiert. Schaut euch mal an, wie unglaublich scharf dieses Bild ist. Also hier alle Daumen hoch für die Canon R5 und dem 70-200 F28. Also das ist einfach ein grandioses Bild geworden und wir könnten uns hier jetzt natürlich noch verkünsteln, indem wir auch sagen, nein, wir machen das nebliger oder wir machen es eben entsättigter, ja, oder man
spielt eben nochmal mit dem Pinsel, dass man sagt, man hat im hinteren Bereich der Brücke malt man Nebel dazu. Ja, das können wir ja nochmal kurz reinmalen. Ich nehme es dann wieder zurück. Also hier in den Bäumen und dann da in dem Tunnel könnte man sagen, da ist Nebel drin, indem man Dunst einfach nach unten zieht. Ja. Oder man hat den Nebel auch hier vorne nochmal drin. Hier kann man wirklich viel spielen und eine tolle Stimmung eben erzeugen. Und löschen tun wir diese Maske hier, indem wir sagen, Maske 8 löschen. Und dann ist der Nebel auch wieder draußen. Also das ist jetzt wirklich Geschmackssache. So sieht das Bild jetzt aus. Mit der Taste L könnt ihr übrigens hier auch die Umgebung der Bearbeitung wegschalten in zwei Stufen. Als Tipp am Rande für Light. Das mache ich immer ganz gerne, um das Bild abschließend nochmal zu beurteilen. Shift V vorher, nachher. Ich finde, wir haben jetzt ein wirklich großartiges Bild gemacht und ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Teilt sie gerne in Instagram. Ihr könnt das Bild unten in der Videobeschreibung downloaden. Mir hat es gefallen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und ich euch das mal zeigen konnte. Und ja, immer festhalten, immer bedenken, bearbeiten ist Geschmackssache und der ein oder andere hätte jetzt sicherlich viel weniger gemacht. Manch einer hätte vielleicht sogar noch mehr gemacht. Mir hat das Bild persönlich dann so gefallen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.